Instant Fusion 2.0. Instant Fusion? Is that you? No, that can't be. Konami would never, right? Ist diese Karte der Grund, dass der nächste Tuner verboten wird? Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin Sabotin und heute sprechen wir einmal über Retort Fusion. Retort Fusion ist eine coole Karte, die einen so einen kleinen Hype ausgelöst hat. Was essen wir davon heute? Like, I'm actually super excited for this. Für die YouTuber einfach drüber reden wollen und einfach sagen, ey, die Karte ist richtig cool. Und der Vergleich zu Instant Fusion ist halt auch gar nicht so weit hergeholt, denn die Karte ist halt vom Effekt her basically the same. Konami did something that they shouldn't have. They remade it. Wie wir früher Instant Fusion benutzt haben, bevor die gute Karte Norden rauskam und wir gemerkt haben, hey, Effektmonster zu holen ist ja viel sinnvoller, als Normalmonster zu beschwören. Eigentlich so, wie ich mir eigentlich Instant Fusion noch im Kopf habe. Wenn man wieder ein paar Videos anguckt von MK40, Random Rain, Julio und diesmal von Deceive. Und da sind ein paar coole Sachen bei rausgekommen, ein paar coole Einblicke. They're finally patching the mistake that was Instant Fusion. Aber jetzt ist mal die Frage, was macht denn Retort Fusion überhaupt? Retort Fusion ist eine ganz einfache Karte, die hat einen ganz blinden Effekt, ihr zahlt 1000 Life Points. Ihr könnt dann ein Fusionsmonster von eurem Ex-Spezial beschwören, was Stufe 6 oder niedriger ist, was ein Nicht-Effekt-Monster ist, ganz wichtig. Und das könnt ihr einfach bei Spielzug machen. Das könnte eine sehr, sehr heiße und coole Karte werden. This card will see play 100% of the way. I do not doubt that. So einfach ist es. Das heißt, es ist natürlich sehr, sehr ähnlich zu Instant Fusion. Two major differences between this card and the old Instant Fusion. Und Instant Fusion ist natürlich Level 5 oder niedriger und Effekt-Monster. Ganz wichtiger Unterschied. Und die Community ist sich da einig, dass wir eine Karte haben, die auch nur ein Free Monster ist. Und ein Free Monster ist immer gut. Now, this isn't going to be as amazing as people think it's going to be. Ich fand aber die Reaktion auf diese Ankündigung halt so geil. Ja, die Karte Retort Fusion, die hat's auf jeden Fall in sich. It seems like Konami wasn't ready to give us Instant Fusion back. And I think that makes sense. The card is crazy powerful. Artwork dieser Karte offensichtlich die sie dazu gebracht hat, eine Connection zu machen, die ich irgendwie verstehen kann, aber nicht unbedingt nötig finde. So the Ridge Wallet is great for that. It is just so easy to carry around. Ja, er kriegt ein Sponsoring für ein Video, wo er News von Konami erzählt. Kann man machen. Ist halt schon irgendwie ein bisschen funny, weil das halt von der Form sehr ähnlich aussieht wie die Karte selber. Was ich persönlich auch sehr cool finde, ist das Artwork dieser Karte. 20 von 10 Punkten. Finde ich mega, dass sie irgendwie aus dem Nichts Retortenbeutel einfach irgendwo rausholen. Hilarious. I believe it is Magical Scientist as a flavor pack for the ramen noodles in the Instant Fusion artwork. That is great and I love that sort of lore tie-in there. That is really funny. Das sehe ich genauso. Es ist einfach unglaublich schön und es ist unglaublich cool, dass da so eine Referenz drin ist zum Magical Scientist, weil er wirklich halt früher so krass gespielt wurde für die ganzen Fusionsmonster. Und dass man da quasi so diese Anspielung aufgemacht hat, finde ich halt sau witzig. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr coole Karte. Es gibt ein paar Informationen, die dazu wichtig sind, denn es gibt natürlich ein paar Targets, die man wählen kann. Seemannsherr von Theseus ist natürlich jetzt das klassische Beispiel, weil es ein Level 5 Hühnermonster ist. Es kommt im selben Set sogar ein Level 2 Hühnermonster raus, was wir auch beschwören können. Und was wichtig ist, ist, ihr könnt mit dieser Karte in jedem Deck relativ simpel sogar sie Morg machen und den Lock legen mit der Barrier Statue. Die man auch mit dieser neuen Retort Fusion holen kann, also nur ein paar Beispiele, jetzt nicht alle. Das ist irgendwie untergegangen, aber ich glaube, das ist ein Thema, was gar nicht so irrelevant ist, denn mit Instant Fusion auf 1 war das gar nicht so krass möglich, aber jetzt mit Instant Fusion auf 3 habt ihr viel mehr Möglichkeiten, diesen Lock zu machen, mit nur einer einzigen Karte und zwei Monstern im Feld. Das ist halt jetzt nicht dumm, aber nicht unbedingt so geil für die meisten Decks, die halt keine Windmonster haben, deswegen auf jeden Fall mal ein paar Gardalas kaufen, die auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen mal kaltun können. Es ist einfach eine coole Karte. Ich würde sagen, schreibt mir mal in den Kommentaren da, was ihr von der Karte haltet. Ich persönlich finde, es ist eine sehr, sehr coole Karte geworden. Ich finde, die YouTuber, die darauf reagiert haben, links übrigens in der Videobeschreibung, falls ihr das mal abchecken wollt, was sie dazu gesagt haben, sehr, sehr cool. Ja, aber das war's schon für das heutige Video. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, haut rein. Ciao, Leute.